Wir stehen am Fuß eines Berges und an der Spitze sehen wir, dass so ein kleiner Schneeball sich formt, runterrollt und so Meter für Meter größer, schneller und gewaltiger wird. Und wir wissen ganz genau, der kommt runter auf uns zu. Und die große Frage ist, was machen wir jetzt? Lassen wir uns von dem mitnehmen oder werden wir einfach überrollt? Eine Lawine, die auf uns zurollt. Mit diesem Bild beschreibt der Dozent und Regisseur Michael Schwertl auf einer Konferenz der Dokumentarfilmtage die Revolution, die dem Dokumentarfilm durch künstliche Intelligenz bevorsteht. Dass KI den Dokumentarfilm massiv verändern wird, da sind sich eigentlich alle einig. Welche Tools nutzen FilmemacherInnen schon jetzt? Und welche Chancen und Risiken bietet KI im Dokumentarfilm? Das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Ich bin Alia Rentmeister, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. KI im Film. Bei dem Thema geht es ja oft um den Spielfilm, um geklonte SchauspielerInnen oder um Drehbücher, die von ChatGPT geschrieben werden. Auch gerade ein großes Thema beim Streik in Hollywood. Aber eine noch wichtigere Rolle spielt KI im Dokumentarfilm. So sieht das zumindest Silvia Rothe, selbst Filmemacherin und Professorin für KI an der Hochschule für Film und Fernsehen München. Zum einen stehen Dokumentarfilme oft vor der Aufgabe, sehr, sehr große Materialmengen zu bewältigen. Und da kann KI halt zum einen helfen, die Texte zu transkribieren, dass man halt dann leichter etwas findet, was ein bestimmter Protagonist gesagt hat. Oder KI macht es auch möglich, bildlich in dem Material etwas zu suchen. Also zum Beispiel alle Aufnahmen von einem bestimmten Protagonisten oder auch von bestimmten Häusern. Oder man hat noch so eine Szene im Kopf. Und genau diesen Anwendungsfall, dass KI auch Bilder analysieren kann, hilft halt auch in der Archivsuche, wo man sich bisher immer darauf verlassen musste, was halt eine Person da dazu geschrieben hat zu einer bestimmten Archivaufnahme. Jetzt kann die KI wirklich analysieren, was ist auf dem Bild drauf. Und das können sich natürlich Dokumentarfilmer zunutze machen, wenn sie bestimmte Dinge benötigen. Bei Dokus, da kann KI also besonders gut Fleißaufgaben übernehmen, die eh anfallen. Und dann bietet KI auch noch ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel um Szenen zu visualisieren. Wenn ich halt im Dokumentarfilmbereich Dinge gerne erzählen möchte, von denen ich aus den verschiedensten Gründen überhaupt kein filmisches Material habe, weil es möglicherweise schon weiter zurückliegt, dann habe ich durch KI Möglichkeiten, da sehr schnell, einfacher als bisher, zum Ziel zu kommen. Diese Tools, die können zum Beispiel das alte Rom zum Leben erwecken oder eine neue Kameraperspektive auf eine Szene liefern, die so gar nicht aufgenommen wurde. Und bei Interviews, da können auch sogenannte Deepfakes zum Einsatz kommen. Da gibt die KI dann ProtagonistInnen ein neues Gesicht und eine neue Stimme. Diese Deepfakes können zum Beispiel genutzt werden im Dokumentarfilm, um Protagonisten zu schützen, indem man halt dann den Protagonisten ein anderes Gesicht gibt, was dann trotzdem die gleiche Mimik und die gleichen Gefühle rüberbringt, die der ursprüngliche Protagonist, den man schützen wollte, gehabt hat. Das hat sich auch der Regisseur David Franz zunutze gemacht. Sein Film Welcome to Chechnya, der begleitet queere Menschen bei ihrer Flucht aus Tschetschenien, denn dort droht ihnen Folter, Verhaftung oder sogar der Tod. Um die Identität seiner Protagonistinnen zu schützen, hat sich David Franz entschieden, mit Deepfakes zu arbeiten. Im Videopodcast Deepfakery der NGO Witness, da hat er das so erklärt. What I had to be able to talk to them about was ways that I might be able to shoot them, still seeing their journey and covering that with a veil of some sort that would allow us to see their humanity and to join them on their unhappy journey in ways that we could understand what it felt like and what it meant to them, and so that they could narrate their story in the most intimate way while still protecting their anonymity. And so I promised them that I would find some way to cover them up. Francis erklärt hier offen, dass er für den Film auf digitale Bildbearbeitung gesetzt hat. Und genau das ist wichtig.
Wenn KI in Dokumentarfilmen eingesetzt wird, dann sollte das auch transparent gemacht werden, findet Silvia Rothe. Man will ja den Zuschauer informieren und nicht in die Irre führen, sag ich mal. Doch nicht immer wird es in der Praxis auch so gehandhabt. Das zeigt das Beispiel des US-amerikanischen Films Roadrunner von 2021. Der dokumentiert das Leben des bereits 2018 verstorbenen Starkochs Anthony Bourdain. Von 3 Zitaten Bourdains gab es keine Aufnahme. Regisseur Morgan Neville, der wollte die aber trotzdem drin haben. Er ließ Bourdains Stimme von einer KI nachbilden und die Zitate dann von dieser Deepfake-Stimme sprechen. So zum Beispiel in einer Szene, in der ein Freund eine E-Mail von Bourdain vorliest, bis die KI übernimmt. I mean, I have an email that he sent me that, that haunts me. That was just straight up, you know, out of the blue. David. This is a crazy thing to ask, but I'm curious. My life is sort of shit now. You are successful, and I'm successful. And I'm wondering, are you happy? Regisseur Morgan Neville, der bezeichnet den Einsatz von KI in seiner Doku als moderne Methode des Storytellings. KritikerInnen sagen aber, wenn man das als ZuschauerInnen nicht kapiert, ist das manipulativ und deshalb unethisch. Gerade weil künstliche Intelligenz Menschen täuschend echt imitieren kann, ist es für die Glaubwürdigkeit von Dokumentarfilmen wichtig, den Einsatz von KI klar zu kennzeichnen, sagt Silvia Rothe. Also auch wenn ich halt einen Deepfake von einem Charakter mache, der halt täuschend echt aussieht wie eine reale Person, der irgendwas sagt und er existiert gar nicht, dann muss ich das kenntlich machen. Und erst recht, wenn es Personen sind, die existieren, denen ich halt andere Worte in den Mund lege, aus irgendwelchen Gründen, mag das Satire oder sonst was sein, das muss klar erkennbar sein. Sie sagt aber auch, manipulieren konnten FilmemacherInnen schon immer und sie glaubt nicht, dass KI dieses Problem verschärft. Da glaube ich fest an die Verantwortung der Dokumentarfilmer, dass sie nicht mit solchen Dingen versuchen, den Zuschauer irgendwie in die Irre zu führen. Möglich sind ja solche Dinge halt früher schon gewesen mit Texten und dass man, oder auch wenn man entsprechend schneidet, kann man halt Dinge rüberbringen, die vielleicht in der Realität sich nicht so zugetragen haben. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass dafür klare Regeln gelten. Denn im Moment ist der Einsatz von KI im Dokumentarfilm noch komplett unreguliert. Es ist momentan tatsächlich noch so ein rechtsfreier Raum. Und wir müssen alle darüber diskutieren, in welche Richtung soll es gehen und welche rechtlichen Vorgaben es braucht, um KI wirklich sinnbringend in Filmproduktionen einzusetzen. KI im Dokumentarfilm kann ZuschauerInnen in die Irre führen, sie bietet aber vor allem eine Menge Chancen. Denn künstliche Intelligenz macht Arbeitsschritte einfacher und damit auch kostengünstiger und so ist es dank KI auch für kleine Produktionen möglich, zum Beispiel komplexe Animationen einzusetzen. KI kann außerdem gefährdete Menschen schützen, etwa wenn statt echter Personen Deepfakes gezeigt werden. Wenn ihr noch mehr zum Thema KI im Dokumentarfilm hören wollt, Silvia Rothe spricht darüber auch kommende Woche im Rahmen des Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz DOC Leipzig. Das zeigt in diesem Jahr 225 Filme aus 60 Ländern und einige davon, die könnt ihr auch online sehen und zwar im DOC Stream. Und damit ist es Zeit für den Abspann. Sich mit mir durch Trailer und Filmausschnitte gewühlt haben sich Charlotte Thielmann, Stefan Ziegert und Mareike Zank. Produziert hat die Folge Toni Mese und ich bin Alia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.